So, servus und willkommen zur ersten Folge Soviet Republic, einem Aufbauspiel, das ziemlich realistisch ist, muss ich sagen. Und zwar habe ich folgende Einstellung gemacht, und zwar Start geht leicht. Realistisch Modus habe ich deaktiviert, weil das Spiel ist schon wirklich anspruchsvoll, würde ich sagen, auch im Leichtmodus. Dann, was ich noch deaktiviert habe, ist die Wasserwirtschaft, die ist ziemlich nervig. Denk, da werde ich mich erstmal reinfuchsen müssen, deswegen werde ich das erstmal deaktivieren. Und sonst habe ich alles auf realistisch gestellt, beziehungsweise 1960 starten wir. Und die Fahrzeuge schalten wir nach und nach frei, aber sie bleiben für immer. Das heißt, wir können die auch im Jahr 1980 noch bauen, die 1960 freigeschaltet wurden. Genau. Sagen wir, starten gleich mal rein. So, Anzahl der. Oh, okay, stimmt ja. Was habe ich? Eine zufallsgenerierte Karte. Seen. Berge will ich nicht so viele haben. Keine Ahnung, mal ein bisschen weniger. Geländehöhe. Waldmenge, Flüsse. Nichts bauen, ja. Ja, das wird schon passen. Zufallsgeneriert, wie gesagt, die Karte. Ich möchte ohne Bewohner starten. So, ich sage, wir suchen uns erstmal einen Startpunkt auf der Karte aus. Und zwar gibt es hier zwei Seiten quasi. Einmal die NATO und den Warschauer Pakt. Ich würde sagen, wir werden natürlich erstmal einen Warschauer Pakt bauen, weil wir gehören ja dazu. Und zwar sind ziemlich viele Seen. Vielleicht ein bisschen weiter runter stehen sollen. Gucken wir mal hier drüben. So eine Art Halbwüste oder wie? Naja. Übergang ist da. Das heißt, hier werden wir unser Start bauen. Ist auch noch ein Übergang. Können wir quasi hier, würde ich sagen, bauen wir unsere erste. Unser Anfang, auf jeden Fall. So. Fangen halt ein paar Straßen an. Ja, erstmal Stopp. Was bauen wir denn für Straßen? Plattenstraßen. So eine Art Autobahn mit Plattenstraßen. Als erstes. Wollte ich erstmal das Spiel leiser stellen. Das ist viel zu laut. Jetzt ist es zu leise. So ist angenehm. Genau, dann würde ich sagen, wir bauen jetzt bei unserer Autobahn. Machen wir gerade, oder? Auf eine Kurve, bauen wir eine gerade. Ich würde sagen, wir bauen erstmal eine gerade Strecke. So. Aber wir können uns ja auch entscheiden, für was wir bauen. Ob wir mit Baumaterial bauen, ob wir mit Rubel oder mit Dollar bauen. Ich würde sagen, wir bauen das erste mit Rubel. Das passt. Dann die zweite Spur lang von der Autobahn. Genau. Muss ich noch ein bisschen länger machen. So. Okay, gut, das haben wir quasi komplett deaktiviert, das finde ich sehr angenehm. Weil Wasser ist wirklich sehr kompliziert. Es funktioniert meistens irgendwie nicht gescheit, habe ich das Gefühl gehabt. So, was bauen wir denn noch? Und zwar. Ich würde halt gerne Straßenbahngleise später noch bauen. Kann ich auch noch nachträglich bauen. Wir wollen jetzt erstmal eine Straße hier lang.
zweite Straße lang bauen, aber eine Kiesstraße. Vorne wird man nämlich dann unser Kraftwerk und sowas hinsetzen. Reicht eine Kiesstraße aus. So. Dann. Was bauen wir jetzt erstes? Ich würde sagen. Können wir uns erstmal die Grundversorgung. Ein Stück länger bauen. Das ist mein Kraftwerk. Und zwar, in welches entscheiden wir uns, ist die Frage. Gaskraftwerk, ein Kohlekraftwerk, ein Atomkraftwerk. 4000 Megawattstunden. Ja, wir können auch Strom dann exportieren. Wie viel kosten das? 356.000. Das ist gar nicht mal so viel teurer. Tonnen pro Jahr. Okay, das ist immer noch doch umweltfreundlicher. Sogar sagen, wir bauen direkt das Große. Dann können wir nicht eine Menge Energie exportieren. Das wird ein riesen Vorteil für uns dann. So. Wir haben ja das Geld zum Glück. Ja, das muss ich nur das. Ja, auch ein bisschen schade, dass man sich nicht drehen kann, währenddessen man das ausgewählt hat. So, da wurde ich kurz unterbrochen. Jetzt geht es gleich weiter. Und zwar war ich nämlich genau, wir haben gerade ein Atomkraftwerk gebaut. Also geplant, das ist jetzt erstmal in der Planungsphase. Dann ich fast gleich die Stromanschlüsse machen. Dürfen wir genau. Dann werden wir Hochspannungsleitungen die größten bauen. Das sind die, glaube ich, 18 Megawatt. Ja, 18 Megawatt ist das größte. Genau, so. Und dann einmal hier. Dann, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, so Stromversorgung haben wir dann quasi gewährleistet. Dann Trinkwasser brauchen wir nicht. Heizungsanlagen. Heizkraftwerk könnte ich noch bauen. Kleines Heizkraftwerk. Wenn ich mit der Straße an bin. Einmal so. Kann man schön machen, ja. Dann einmal nach da drüben. Genau. So. Dann. Leo, wir Schienen hier langlegen.
Bahnhof bauen. Vorne gleich quasi, bauen wir auf der Seite sogar, glaube ich, sinnvoller. Weiß noch nicht, wie ich die darüber kriege, ist die Frage. So, dann müssen wir mal schauen. Gleich noch unter die Erde bekommen. Kann ich das denn unter die Erde bekommen? Da habe ich noch gar nicht mich beschäftigt. Steuerung. Q und I. Bauen. Kurve bauen können. Nee, wie baut man denn hier eine Kurve bei der Bahn? Das bauen wir erstmal mal weg. Nein. Ja, bauen wir erstmal ganz.
Dann. Gab es nicht ein Tool für einen Tunnel? Blöd. Ich nicht ganz. Kann ich den unter die Erde setzen? Das bringt mir auch nichts. Steht nach automatischem Bahnübergang. Das ist halt wirklich dann überhaupt nicht optimal. Kann ich die Autobahn drüber ziehen? Müssen. So, also erstmal Tonbrücke, Holzbrücke, Fertigteilbrücke, Balkenbrücke, Bogenbrücke. Warum geht das jetzt nicht? Nein, das wollte ich nicht. Das kann doch nicht sein, dass es zu steil ist. Ernsthaft? Hä, das ist doch mindestens genauso steil. Wieso funktioniert das? Ist auch so egal. Hier das gleiche nochmal. Dann Schienen. Verbunden. Sehr schön.
Dann bauen wir noch mal die Straße ein bisschen anders da drüben. Andere Zugangsstraße, Parallelstraße geben. Das haben wir schon mal. Drüben kann man eigentlich gleich schon mal eine Busstation bauen. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Park wird sich auch noch hinsetzen. Leute vom Atomkraftwerk hier gleich parken können. Großen Parkplatz. Und eine Bushaltestelle. Dann wird es hier direkt gegenüber eine große Busplattform geben. Parkplatz. Einen kleinen Parkplatz. Zwischen? Nicht ganz, ne. Parkplatz, Tankstelle brauchen wir noch. Die setzen wir hier vorne hin. Dann Straßen weiterziehen. Das will ich nicht. No. Was brauchen wir dann auf jeden Fall? Industrie wollte ich noch nicht. Das Wohngebiet. Können wir hier hin anfangen zu bauen auf jeden Fall. Brauchen auf jeden Fall ein Einkaufszentrum. Vielleicht erstmal das kleine Einkaufszentrum. Hallenbad können wir bauen. Parkplatz direkt neben das Einkaufszentrum. Dann, was ich
noch haben wollte. Wir war ein Autohändler. Können unsere Leute dann nämlich später auch sich Autos schön Trabis holen. So. Das passt. Dann staatliche Infrastruktur. Kiez, Polizeiwache. Brauchen wir ein Krankenhaus. Hier schön zentral. Feuerwache. Kindergarten. Eine Schule, die Bombe ist aber direkt daneben. Seilwache. Ich bin nicht so groß, reicht jetzt mehr kleiner. Das haben wir alles erstmal. Rathaus. Kneipe. Heute noch saufen gehen können. Finde ich auch sehr wichtig. Vielleicht nicht direkt neben dem Kindergarten. Gegenüber vom Krankenhaus bauen, können sie ja noch gleich ins Krankenhaus gehen. So, das passt. Dann können wir eigentlich unsere ersten Wohnblöcke holen. Ach, der hat gar keinen Straßenzugang. So, hab ich irgendwas vergessen? Infrastruktur haben wir. Das machen wir erstmal noch. So, ich würde sagen, dann. Boah, eine Sache habe ich noch vergessen. Depot brauchen wir dann auf jeden Fall. Straßenfahrzeuge. Und ist eigentlich da reingepasst? Ja. Dann Dienstleistungen. Strom sollten wir neu installieren. Fällt mir gerade ein.
Strom, Strom, Strom. Umspannwerk. Das könnte ich fast hier hinsetzen, weil das da eh noch Platz ist. Damit sollte ich alles treffen. Genau. Dann 5 kW. Kann ich auch, glaube ich, unterirdisch fliegen, oder? Konnte man die unterirdisch fliegen? Ja, man konnte sie schon unterirdisch fliegen. Sehr schön. Haben wir unser erstes Strom auch abgeschlossen im Spannwerk und dann sagen wir, passt das erstmal. Erstmal starten. Jetzt wird das erstmal hochgezogen. So, das passt. Ist aber fertig. Dann Autohändler, weil ich ein paar Autos kaufen. Kaufen uns gleich mal ein paar Busse. Werden dann da nach da drüben fahren. Das ist das gleiche. Da. Tipps braucht das jetzt ja nicht. Gesperrt. Es kommt ja doch noch Leute, aber eigentlich.
Warum ist das hier auch schon wieder so komisch? Schön. So, kaufen wir ein paar Rettungswagen, würde ich sagen. Zwei jeweils erstmal. Feuerwehr. Polizei bekommt auch noch welche. Volkspolizei. Schlangenkäufer 15. Ohne Stromversorgung. Ja, wir brauchen Strom. Sollte sich aber gleich erledigen. Brauchen hier drüben eine Tankstelle. Ein Problem. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ihr müsst doch tanken fahren einfach. Naja, ich würde sagen, das war's dann für die Folge. Also danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.